Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Far Cry 5. Und wir machen uns hier auf den Weg. Was ist da vorne? Irgendeine Mission wartet hier auf uns. Oder? Was ist das? Will der Typ nur irgendwas? Will der Sex? Die Sekte treibt alle Hunde im County zusammen und schickt sie nach Norden. Ich wollte Ray Ray warnen, aber sie meldet sich nicht. Ich mache mir Sorgen. Sie liebt ihren Boomer, als wäre er ihr Kind. Okay. Hier ist Ray. Da haben wir wieder was entdeckt. Wir werden jetzt aber, glaube ich, hier mal hingehen. Können wir da irgendwie den Wegpunkt setzen? Ja. Wie weit weg ist das? Wo ist das überhaupt? Da hinten. 1600 Meter, Freunde. Okay. Oh, müssen wir dafür echt durch den Fluss? Gibt es keinen Außenrum? Haben die hier kein Boot? Hallo? Scheinbar nicht. Naja, dann machen wir mal schnell, ne? Auf dem Weg dahin werden wir sicherlich wieder einiges finden. Da hinten fährt gerade ein Auto von den Bösen. Da auch scheinbar. Wir sind gerade auf den Hanbain River scheinbar. Wenn wir der Anzeige glauben dürfen. Eieiei. Und auf jeden Fall schon mal 100 Meter näher gekommen. Immer die Waffe im Anschlag haben natürlich, Freunde. Geht ja gar nicht anders. Wir könnten auch Fahrzeuge benutzen eigentlich, aber... Wow! Das war ein Elch. Ah, wir brauchen ja auch noch hier irgendwelche Haut, ne? Von irgendwelchen Tieren. Hatten wir da nicht eine Quest? Ich guck mal gerade. Ja. Das haben wir. Und da werden wir jetzt natürlich auf dem Weg vielleicht auch mal das ein oder andere Tier mitnehmen, wenn wir was sehen. Hat er auch hier lang, ja? Nice. So, Geiseln befreit kriegen wir gleich. Gott sei Dank warst du da. Ich dachte, ich bin hinüber. Bei der ja. Musik vermisse ich Scheiße. Komm mal hier, Landbräuchchen. Der fährt einfach weg, okay. Wer ist das? Da bist du ja. Hilfe! Scheiße! Wer ist das? Wusstest du, dass jemand versucht, hier draußen einen Film zu drehen? Drüben echt? Bei der alten Radonmine läuft so ein scheiß Großstadtliberaler rum und brüllt den Leuten Befehle zu. Gute Reise, Deputy. Okay. Bedien dich. Nice. Eintreten. Jetzt kriegen wir hier auf der Karte sogar so ein Waypoint. Alter, ist das Ding laut. Wir fahren jetzt einfach ganz entspannt dahin. Ideallinie hier, Freunde. Da geht doch irgendwas vor sich. Gucken wir erstmal, dass wir unseren Helfer rankriegen. Wo war denn der? Hier ist der immer. Befreit in... Wen nehmen wir? Auswählen. Bin fast da. Da hinten ist sie. Bin unterwegs, gib Deckung. Also gut. Okay. Hey, ich will, dass die hier drauf schießt. Fuck. Yeah.
fuck, ey? Was ist hier los? Ich suche mir einen besseren Winkel. Der muss doch gleich explodieren, der Tank. Nice, der ist down. Da sind aber noch ein paar andere. Ist das ein Freund? Scheinbar. Befreien. Wo sind hier noch welche? Ich entschuldige mich bei den Mitgliedern von Eden's Gate und ganz besonders beim Vater, Joseph Seed. Der Marshall. Wir hätten nicht herkommen sollen. Wir wollten nichts Böses. Ich dachte, ich wäre erledigt. Mein Leben ist doch an mir vorbei. Und ist hier nur eine Geißel, die wir befreien können? Ich muss unbedingt werden. Wie kacke. Okay, weiter geht's, Freunde. Was macht der hier? Hätte besser, aber auch schlechter laufen können. Danke auf jeden Fall für das Ding. Hier stimmt was nicht. So, fahren wir mal weiter. Eieiei, Freunde. Rücke auf, deck mich! Ja, ihr trefft doch eh nicht. Oh fuck, die haben getroffen. Alter, was ist mit denen? So. Hätten wir das auch geklärt. Sind wir denn auf dem richtigen Weg wirklich? Ja, sind wir. Okay. Wir haben halt kaum noch Moon, ne? Das ist halt ein bisschen das Problem. Ich geh da rüber. Fuck. Hilfe! Hilfe! Ich hab dich doch befreit. So. Hallo! Irgendwer? Ich bin doch da! Hallo, sei redest du mal mit mir? Oben bei Mabel. Sie hat ihren Puma aus dem Käfig gelassen, um die Sekte fernzuhalten. Diese okay. Verdammte Peaches fällt alles an. Läuft. Eieiei, Freunde. Das hätten wir auf jeden Fall erstmal gemacht. Jetzt fahren wir erstmal da oben hin. Der hat mich schon gewarnt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber okay. Mega leise an natürlich, ne? So wie es sein muss. Ich verlasse mal das Fahrzeug schon mal. Ist hier sonst keiner? Komm schon, Peaches! Diese elenden Dreckskerle haben mein Haus überfallen und wollten meine Peaches ermorden. Jetzt ist sie losgerannt, um Rache zu nehmen.
So wie ich sie kenne, wird sie die Sekten-Hippies ordentlich durchkauen. Wahrscheinlich lungert sie auf dem Campingplatz herum. Es riecht nach Achselschweiß und Fertigfleisch, also sind diese Versager von Eden's Gate sicher nicht weit. Jetzt mach schon und finde sie. Und okay. Denk dran, Leckerlis mitzunehmen. Sie ist wie diese Drapmentussi vom Yachthafen. Für eine Belohnung folgt sie dir überall hin. Jetzt hol mir mein Kätzchen zurück. Okay, komm her, Meet. Das müssen wir jetzt als nächstes machen. Wir suchen jetzt hier erstmal ein bisschen Munition und so. Zombie kommen. Er entschuldigt sich immer noch. Die Nacht hier draußen nicht besonders kalt und feucht. Hier war noch was. Blabliblop, blabliblop. Der hat was. Da hat jemand was gegen Rheuma. Erste-Hilfe-Set, kann man immer gebrauchen. Ich plündere dir. Was ist das? Alter, das Blut gehört da nicht hin. Auf mein Dach passen zwei. Herr Mabel, jetzt ist das doch passiert. Gestern Nacht ist Nudel im Schlaf gestorben. Ich kann mir mein Haus gar nicht vorstellen, ohne dass dieses... Hätte nicht gedacht, dass du der Typ bist, der Sträflinge befreit. Okay. Hier liegt einfach ein toter Wolf. Was ist das für eine? Egal, nehmen wir erstmal den Köder. Erreiche das Lager. Gutes Schlafwetter, wo Peaches sich rumtreibt. So, Köder ausgerichtet. Hier sollte ich nicht unbedingt unten lang, sondern vielleicht den oberen Weg nehmen. Hier sind Blutspuren. Von wo wurde ich da gerade kurz gesehen? Weiß es nicht. Eden's Gate hat einen neuen Feind, den Puma. Diese abscheulichen Bestien haben einige geliebte Diener des Vaters. Okay. Wir haben den Puma als Feind. Alter, der Puma hat sich hier ordentlich durchgefressen. Wie wirft man nochmal? Hi. In was für einem Abstand muss ich die werfen? Okay. Hat sich wohl mal wieder Glück. Unterwegs! Denn unterwegs gibt Deckung. Können wir hier lang gehen? Hier muss ich wieder über die Brücke. Ich dachte schon zu weit weg, aber passt.
Braves Kätzchen. Dum-dum-dum. Durchsuch das Anwesen. Dieser Killer-Puma muss sterben. Diese durchgeknallte Alte versteckt ihn irgendwo. Du wirst sehen. Eines Tages wirst du es sehen. Oh, fuck. Kann ich hier rein? Sie haben mich erwischt. Okay, die haben wir alle erledigt. Wollte schon sagen, kommt die nicht? So. Du bist nicht übel für einen, den ich für einen Italiener halte. Muss mal eben plündern kurz. Damit wir die Waffen hier alle, die Moon mitnehmen. Hier kommt ein fucking Heli an gerade, ne? Ja, da fliegt ein Heli. Okay, der ist aber weg. Vielen Dank. Also? Wenn du eine Belohnung erwartest, weil du etwas Gutes getan hast, bist du auf dem Holzweg. Hab einen Peggy im Visier. Oh, du lässt mich doch ausreden. Also, ganz ehrlich, ich hab nicht geglaubt, dass ich dich wiedersehe. Ich dachte, nice. Du wärst nicht der hellste Stern am Himmel, aber da lag ich wohl falsch. Zum Teufel! Warum behältst du die verdammte Katze nicht einfach? Ich war froh, mich die letzten Tage nicht um ihr beharrliches Verlangen nach Futter, Wasser und Aufmerksamkeit kümmern zu müssen. In Ordnung, kannst gehen, wir sind fertig. Das ist jetzt meine Katze? Okay, kann ich als Helfer auswählen, Freunde? Ich würde sagen, wenn es euch jetzt gefallen hat, lasst erstmal einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao!